Ja, hallo zusammen. Nach langer Zeit mal wieder ein neues Video zur SIG Sauer X5 X6. Auch wenn die Serie ja mittlerweile eingestellt ist und unklar ist, ob da jemals nochmal außerhalb von Eckernförde was nachproduziert wird, hat der Wert der Waffe keinen Abbruch getan. So ist, wenn man mittlerweile noch eine bekommen möchte, sind Preise von 4000 Euro ja schon handzahm, muss man sagen. Aber worum es heute gehen soll, ist sicherlich nicht der Werterhalt oder gibt sie noch, gibt sie nicht. Es geht einfach mal darum, den Schlagbolzen auszubauen, um den Schlagbolzenkanal zu reinigen. Bei meiner X5, die ich seit 2014 besitze, habe ich jetzt in letzter Zeit ab und zu mal ein paar Fehlzünder gehabt. Das heißt, die Patronen zündeten erst zum zweiten Mal und ausschließen konnte ich, dass es an den Zündhütchen liegt. Ich habe das mal gemacht bei der X5, jetzt ist die X6 dran. Um den Schlagbolzen hier ausbauen zu können, muss man ein bisschen beherzter zur Sache gehen. Und zwar sieht man hier einmal einen Stift drin. Den kann man von beiden Seiten sehen. Der ist leicht konisch und auf der linken Seite auch verzahnt. Deshalb muss dieser von der rechten Seite herausgetrieben werden. Leider ist dieser Stift abgerundet obendrauf, also so halb rund, dass man mit einem normalen Durchtreiber da nicht wirklich Erfolg hat. Entweder man besorgt sich da ein Spezialwerkzeug oder womit ich mir beholfen habe, das ist hier ein Innensechskant-Einsatz, ein Bit, der vorne ein kleines Loch drin hat. Den kann man wirklich wunderbar dazu verwenden. Der rutscht nicht so schnell ab, wenn man den hier abgesetzt hat. Und man kann wirklich beherzt auch mit dem Hammer dann oben drauf hauen. Am besten, man legt den Verschluss auf ein Holzbrett, ein Holzklotz eher gesagt, als Untergrund. Ich habe hier auf der anderen Seite eine kleine Aussparung reingebohrt, damit, wenn wir den Stift austreiben, ne, dass der auch genug Platz hat, um auf der anderen Seite rauszuwandern. So, ich setze das Ganze jetzt mal hier an. Relativ genau auf den Stift. Mit dem Mittelfinger kann man den Austreiber jetzt etwas fixieren. Und wie man sieht, es hat schon geklappt. Es ist schon ein Stückchen gekommen. Er hat schon etwas nachgegeben. Sobald der Stift etwas raus ist, habe ich noch zu einem anderen Werkzeug gewechselt und das Ganze mit einem dünnen Austreiber dann nochmal ein bisschen zur Seite legen. Man kann dann wirklich auch, zack, da ist er, den Stift direkt rausdrücken. Hier sieht man ihn. Ich glaube, hier kann man ganz gut die Zahnung erkennen. Auf der anderen Seite ist er halt blank. Nachher muss natürlich mit der glatten Seite von links der Stift wieder rein. Man kann ihn auch wirklich so austreiben. Wie man jetzt hier erkennen kann, ist der Schlagbolzen schon etwas nach hinten gekommen. Der kann nicht sofort raus, weil ja hier noch die Schlagbolzenverriegelung drin ist. Die kann man jetzt nach unten drücken, hinten die Hand vorhalten. Zack. Da ist der Schlagbolzen auch schon draußen. Da ist eine Feder drauf. Nachher beim Einbau darauf achten, dass diese beiden Nuten unten sind. Na, dass die so reingeschoben werden. Aber dazu später mehr. Dann kann man noch die Verriegelung hier rausnehmen. Da muss man auch ein bisschen gucken, da ist eine Feder drin. Danach das Ganze gründlich reinigen. Das zeige ich jetzt hier in dem Video nicht. Also mit Wattestäbchen, Bremsenreiniger, den Schlagbolzenkanal sauber machen und das Ganze dann danach wieder zusammenbauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, noch mal einmal zwischendurch einen einwerfen. Hier ist einmal ein Wattestäbchen, womit ich in dem Schlagbolzenkanal war. Also da ist schon ordentlich Dreck drin, was ja auch logisch ist, weil so hundertprozentig dicht ist die Geschichte nicht. Von hier oben kann Dreck reinkommen, von hinten kann Dreck reinkommen und von vorne natürlich auch, ne? So, hier sieht man dann auch den Schlagbolzen. Hier vorne
kommt noch diese Feder drauf. Die hat auch hier, wie ich sie jetzt halte, ist der Durchmesser hier auf der Seite etwas geringer. Die ist hier richtig stramm drauf. Die geht relativ leicht drauf. Beim Runtermachen ein bisschen drehen und vorsichtig ziehen. Am besten gegen den Uhrzeigersinn drehen und abziehen. Dann bekommt man diese Feder auch relativ leicht runter. Ich habe den Schlagbolzen jetzt hier schon ein bisschen sauber gemacht. Bisschen WD-40. Anschließend wieder trocken gerieben. Ja, dann kommt diese Feder wieder hier drauf. Wunderbar. Die Feder in dem Verriegelungsblöckchen hier, die ist auch nur leicht drin. Da muss man aufpassen, dass man die auch nicht verliert. Vorher am besten immer ein Foto machen. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich habe es ja schon einmal hinter mir, dass hier die kleine Nase, die an dem Verriegelungsblock ist, dass die auch so nach außen hier reinkommt. Ja, ist eigentlich auch logisch, wenn man da reinguckt, da sieht man auch, kann man jetzt hier wahrscheinlich nicht so gut sehen, da ist so eine kleine Aussparung drin, in dem Loch, wo die Feder drin sitzt. Wenn das alles schön sauber ist, kann man das schon mal wieder hier einsetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann, wie vorhin schon angemerkt, muss diese beiden Notches hier, die beiden Aussparungen, die müssen also nach oben zum Visier zeigen. Wenn man den jetzt rumdrehen würde, also nach oben, in unserem Fall jetzt beim Zusammenbauen, weil der Verschluss ja andersrum liegt, muss er halt, müssen die beiden dann eben auch nach unten zeigen. Um das einzubauen, muss der Verriegelungsblock dann einmal komplett nach unten gedrückt werden. Dann kann man den Block hier, den Schlagbolzen auch da reinschieben. Wenn man dann loslässt, kann er auch schon mal nicht mehr ganz raus. Ja, hier kann man jetzt, genau wie vorhin beim Ausbau, hier kann man jetzt vordrücken, da passiert gar nichts mehr. Ein bisschen tricky ist es jetzt, wir sind jetzt von der linken Seite, immer, wenn man über die Waffe guckt, als wenn man schießen würde, oder in Fahrtrichtung, wie man es haben möchte, muss man natürlich jetzt von links die Bolzen wieder reinmachen. Das ist jetzt wirklich ein bisschen Fummelsarbeit, aber Glück haben, klappt es sofort. Dann den Schlagbolzen etwas nach vorne drücken. Wenn das nicht sofort klappt, keinen Mut verlieren. Da braucht er dann eine kleine Flachzange oder was auch immer. Feste zupacken, reinschieben und so lang drehen dann, bis er halt, ups, da ist er rausgeflutscht, bis der Gute dann eben einrasten kann. Zack, das war's schon. Da ist er drin. Na, zum großen Teil, wenn man jetzt hier vordrückt, wird man auch nicht gut sehen können. Kann man aber dann testen. Wenn man hier den Block jetzt runterdrückt, muss der vorne der Schlagbolzen rauskommen. Das tut er einwandfrei. Man kann es sogar, glaube ich, sehen. Und da muss das Ganze eben wieder mit dem Hammer hier eingetrieben werden. Da kann man die ersten Schläge ohne irgendwas machen. Und den Rest macht man dann wieder mit dem Durchtreiber, den man hat, der vorne ein bisschen ausgehöhlt ist. Wie gesagt, nehmt einen Innensechskant oder einen Torx, der reinpasst. Dann rutscht ihr auch von dem gerundeten hier oben nicht ab und verkratzt die Waffe nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich vorher auch hier ein bisschen Kreppband oder irgendwas drunter machen, dass wenn man mal abrutscht, dass eben kein Kratzer auf die Waffe kommt. Ich habe es mir mal gespart. Es ist auch gut gegangen. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat und ich euch weiterhelfen konnte, dann lasst ein Abo da und macht einen Daumen nach oben. Ich freue mich drüber und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bleibt sauber. Bis dann. Ciao.